Mein Name ist Jacques Chelette und ich bin Franzose im Ersten Weltkrieg. Bonjour, meine Mademoiselles und hier ist wieder der Lost, den wir bekommen heute auf der Map Sanson, einem der krassesten Kriegsgebiete, auf dem eine der größten Panzerschlachten im Ersten Weltkrieg abgeschlossen wurde. Wir spielen heute die DLC-Map von Battlefield 1. So sieht's aus. Let's go. Jetzt mal rein in die Puschen hier. Ich wähle aus Medic. Willkommen. Das ist Sanson. Die neue Map. Die erste neue Map aus dem DLC They Shall Not Pass, dem Gunner DLC, das im März an den Start gehen wird. Und dadurch, dass wir das in der CTE, im Community Test Environment, was übrigens für jede Premium-User verfügbar ist, prinzipiell, wenn sie sich dafür angemeldet haben oder sich anmelden, kann man das schon spielen? In ein paar Tagen soll auch die nächste Map kommen. Und man muss hier allerdings wieder alle freischalten. Das heißt, man fängt mit Level 0 an. Von daher, ich werde mal Sniper spielen, Sire Gott hier am Start. Und werden mal gucken, was passiert. Wir spawnen gleich mal in den St. Chamond rein. Das ist einer der neuen Panzer. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Habe ich gerade was geschossen? Ich kann nicht schießen. Okay, steig aus. Das ist einer der neuen Panzer. St. Chamond heißt er. Hier von Manny gefahren. Der ist ziemlich flach wie Flunder. Relativ schnell, aber scheiße zum Wenden. Hat verschiedene Versionen auch am Start. Ich werde euch nachher mal zeigen. Und da kann man ordentlich was reinhauen, ey. Die finde ich eigentlich ganz geil, die Panzer. Hier erstmal wiederbeleben, den Kollegen. So. Die Map erinnert mich vom ersten Anblick auf jeden Fall so ein bisschen an St. Quentin's Gun. Lewis Gun, suppressive. Alter, voll viele spielen momentan in Lewis Gun. Ich meine, es ist die erste Map für den Supporter, wahrscheinlich liegt es daran. Aber man merkt, wie gut die Waffen eigentlich sind. Ohne Scheiß. Wo es die erste Waffe ist, die man spielen kann, ist die echt nicht schlecht. Jetzt bin ich nicht wiederbelebbar. Damn. Wie gesagt, erinnert mich die Map so ein bisschen an St. Quentin's Gun. Aber so das Foliage und so, das ganze Zeug, erinnert wieder so ein bisschen an Walter Agonin. Ist auf jeden Fall eine coole Map. Finde ich. Die sieht ganz geil aus, wenn es hell ist. Also es kann ja auch Wetterveränderungen geben. Das heißt, es wird dunkel, bisschen neblig. Wir kennen das ja von anderen Maps. Aber so hier sieht die eigentlich echt richtig cool aus. Ohne Scheiß. Also so richtig hell, das sieht halt so ein bisschen... Das ist halt so ein französisches kleines Dörfchen hier. Da kannst du Urlaub machen, kannst du schon eine Flasche Wein, bisschen Baguette essen. Bisschen mehr Wein, ein bisschen mehr Baguette. Irgendwann steigst du halt um auf nur noch Wein. Aber es ist auf jeden Fall schick. Und was das Geilste an der Map ist, pass auf, ich laufe mal rüber. Zu Punkt A. Da wird nämlich eh gerade eingenommen. Und da kam gerade jemand. Gottes. Wir sehen immer diese Lewis Boys. Am geilsten ist fucking Ewok Town. Hier. Das ist Ewok Town. Einfach mal. Oh, warte mal. Hi, mein Freund. Fake your life. Let's go. Das ist hier im Baumhaus. Ist das nicht geil? Das gibt's übrigens da hinten auch nochmal bei Punkt... Ist das bei B? Ich glaube, hinter von B, irgendwo die Richtung, gibt es nochmal so ein Baumhaus. Ist das nicht geil? Scheiße, Mann, hier würde ich Urlaub machen. Hier mit meinem MG würde ich mich hinstellen. Und rattern, was das Zeug hält. Da drüben ist auf jeden Fall eine Anti-Air. Vielleicht kriegen wir die irgendwie kaputt. Ich weiß noch nicht, wie. Das hat nicht so ganz hingehauen. Deswegen bin ich jetzt einfach nochmal neu reingespawnt. Wir haben einen Kollegen, der kann hier unten durchfahren. Wir sind jetzt hier gerade am Punkt B vorbei. Das heißt, das ist hier so die kleine Stadt. Da oben ist C. C ist so ein Grabenpunkt. Da sind Gräben drin, so ein bisschen durchgezogen und die Kämpfe, die sind echt meistens eigentlich nur in den Gräben. Und die kommen halt von oben, vom Punkt D. Das ist so ein bisschen freie Fläche, wo man laufen kann. Also da oben ist teilweise ziemlich ein Clusterfuck bei C. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr da rangeht. Weil da kommen die Leute aus den Gräben raus und schießen halt. Und von oben kommen die Leute von D, wenn der halt auch noch den Gegner gehört, der Punkt. Da kommen halt instant viele Infanteristen. Ich finde die Map eh sehr infanterielastig. Also man kann das Infanterie viel reißen. Ich meine, hier sind relativ viele Fahrzeuge. Ohne Scheiß. Also nicht umsonst. Historisch hier eine der größten Panzerschlachten hat hier stattgefunden. Und hier sind echt viele Fahrzeuge am Start. Das finde ich eigentlich ganz geil. Nicht zuletzt ist hier natürlich auch das Behemoth, also das Char 2C Panzer Behemoth. Ihr habt das ja schon in einem meiner Videos gesehen, wie ich das gefahren habe. Diesen fetten Megapanzer. Oh, warte mal, hier kann ich wieder übernehmen. Oh, shit. Jetzt nehmen wir mal hier Punkt ein. Oh mein Gott, ich habe eine ganze Armee wiederbelebt. Aufpassen, wo wir hier... Oho, Leute! Baguette! Das ist Clusterfuck.c. Man hat hier so MGs. Man muss nur echt aufpassen, weil man wird von überall angegriffen. Ich habe den mal markiert. So, da vorne ist eben Punkt D. Da gehen wir jetzt mal hoch. Das ist so eine Ruine. Die ist teilweise auch... Also Infanteristen ist hier echt Clusterfuck. Am Anfang hat sie so ein bisschen angefühlt wie... Ah, da hat er mich noch. Das ist der Tank, der geschossen hat. Am Anfang hat es sich, wie gesagt, so ein bisschen angefühlt wie im Schatten des Giganten, ne?
Giant Shadow, die Map, die ja echt krass viele weite Flächen hatte, hat hier schon auch, aber ist nicht so extrem mit Snipern. Ich habe mir jetzt mal den Panzer geschnappt, den Chamon, St. Chamon, den gibt es hier auch in drei verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt die Variante, die Standardvariante, nicht ganz, aber der hat eine fette Kanone. Der hat hier eine MG-Kanone, ne? 6 Schuss, bam. Und das Witzige ist, der hat Rauch, Klassiker, ne? Und er hat auf der 3, ihr seht es gleich, ich fahre mal ein bisschen näher ran vorne, damit ich das auch effektiver zeigen kann. Hier ist übrigens der Punkt D. Ist auch ein Clusterfuck, wenn die von unten von E ankommen und da hochlaufen müssen und da oben die Leute sich verschanzen und von unten fliegen dann megamäßig viel Granaten oben rein. Sie hatten eine Leuchte. Seht ihr das hier vorne? Ich kann da leuchten und Leute blenden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass die auch Gegner aufdeckt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich muss mal nachlesen. Das war so die erste Vermutung. Aber die blendet mega. Also wenn ihr im Licht steht. Ich probiere es nochmal aus. Moment. Ich schau mal, ob das jetzt funktioniert, wenn ich mich so hinstelle. Seht ihr das? Holy shit. Du kannst ja Gegner damit blenden. Das ist halt heftiger Scheiß. Ich dachte, er ist eine Vermutung, vielleicht so ein bisschen für Nightmaps, damit man ein bisschen was sieht. Das wäre auch ganz geil. Blende wahrscheinlich noch heftiger. So, wir fahren mal hier ran. E haben wir eingenommen. Da steht nochmal ein St. Chamon. Den gibt es eben hier in dieser Version. Mit dem Blendmodus. Dann gibt es ihn mit einem Reparaturkit, also das instant reparierst. Und da hat er dann ganz normal Kanone und Schrotmunition, also Kanistermunition. Der hat hier eine fette Kanone und halt MG plus Gas. Und dann gibt es noch einen, der schießt Gasgranaten. Der verschießt Gasgranaten. Echt krasser Scheiß. Moment, wo? Oh, hier? Get fucked! Schießt er mit der AT auf mich, ey. Mit der Antitank. So. Wir haben jetzt so gut wie alle Punkte. Ja gut, die nehmen hinten ein. Ich fahr mal Richtung B. Ich bin leider kein Squad-Mitglied mehr, der mich schon wieder... Jetzt hätte ich hier B markieren können. Ich fahre einfach mal an. Request ordered! Ein paar Leute unter Feuer nehmen, komm. Na? Einmal quer durch. Das Coole ist, dass hier viele verwinkelte Gänge gibt. Hier so dieser Wasserlauf, Flusslauf, hier kannst du einfach durchfahren. Mitten durch die Ding fahren. Durch die Stadt ist natürlich eher kontraproduktiv. Ich fahre einfach durch hier. Ich block jegliche Granaten. Oh shit. Hier sieht man auch die Zerstörungsanimation von dem Tank. Oh. 20er Hit. Ich versuche die Kanone vorne kaputt zu schießen, ist wahrscheinlich das Beste. Seht ihr, der hat gerade Gas rausgelassen. Der kann zum Beispiel auch zusätzlich Gas. Ich glaube, das ist der Reparaturpanzer, wenn ich mich nicht irre. Der kann zusätzlich noch eine Gasgranate droppen, dass Gegner, die an ihm dran sind. Vehicle disabled. Nicht geschossen. Letzter Schiss. Let's go. Vehicle destroyed. Jetzt wird hier aufgeräumt. Woo! So, wir fahren erstmal kurz ein Stück zurück. Hinter uns ist noch A weg. Oh, von oben gibt es Feuer. Bomber ein bisschen unter Feuer nehmen. Ist er down? Bomber ist down. Der war ein bisschen hoch. Oh. Oh, oh. Er hat mein... Oh, oh, shit. Moment. Hört ihr die ganzen Kugeln, die reinfallen? Das ist ja geil. Die ganzen Kugeln fallen halt hier innen rein, in den Panzer. So, ich muss mich mal kurz hier... Ich versuche mal hier wegzukommen. Oh, da kam der Schuss, ich habe ihn gerade noch gesehen. Holy shit. So, ich versuche mich nochmal ein bisschen als Infanterist. Wir kriegen jetzt hier mega viel Panzer. Und das ist halt, das macht die Map halt aus, also... Es ist sehr, sehr, sehr viel Panzeraktion hier am Start und das ist eigentlich ganz cool. Wir haben hier noch ein paar Motorräder, wenn ihr fahren wollt, aber pach, jetzt zu fahren ist schon fast lebensmüde, ey. Ohne Scheiß. Die Leute hier wieder beleben. Chancy-Granata! Bucket-Bucket-Granat! Oh, shit. Oh, Alter. Oh, what the fuck? Warum ist der einfach umgefallen? Der ist irgendwie gestorben durch irgendwas. Ich weiß nicht was. Wahrscheinlich hat er selbst mal begangen. Oh, krass, da hinten geht's ab. Ich bin da. Ich gehe mal kurz in das Haus hier hoch. Oh, ich habe 9 von 50 Revives. Ah, das ist meine Aufgabe hier. Schau, ob ich hier was sehen kann. Wow. Oh, Tank kommt da.
Also die Stadt ist halt ein Clusterfuck, was Infanteristen angeht. Also Infights und so geht's hier richtig ab. Und zusätzlich mit dem Panzer muss man mal aufpassen, weil die schießen halt einfach mal irgendwo an eine Deckung ran. Und die Wahrscheinlichkeit, dann Infanteristen zu treffen, ist halt relativ hoch, weil hier halt viele so... viele Wände sind, wo halt die Geschosse explodieren können. Und dann entsprechend... und dann entsprechend natürlich Splash Damage machen und halt die Infanteristen weghauen können. So. Jo, Kollege, komm mal mit hier, komm. Wir gehen hinten rum. Wir holen uns C. Let's go. Charge! Hey! Hier, hab ich's doch instant gesehen, Mann. Ticker, Ticker. Let's go. C einnehmen, hinten. Die Graben. Grabenflagge. Let's go, Kavallerie ist am Start. Charge! Charge de Gaulle! Der war Franzose! Holy shit! Hä? Was? Schaufel? Hä? Wo? So, wir brauchen mehr Feuerpower, deswegen habe ich mal die Assault eingepackt. Die Optical MP18. Man spielt jetzt hier Waffen, die man sonst halt wirklich nie wirklich mehr so spielt. Im Full Game. Wow, wow! 1% noch? Holy shit! Ich habe übrigens die Optical dabei, weil mit der muss ich Headshot-Kills machen, um die neue Assault freizuschalten. Oh, die Frag Grenade hat er getroffen, nice. Wie man sieht, ist B ein krass umkämpfter Punkt. Guckt euch das mal an, hey, wie viele Leute da sind. Das ist, hey. Infanterie, noch und nöcher. Heilige Scheiße, schon wieder auf 26 runtergeschossen. Was geht denn ab? Hier geht's halt richtig zur Sache. Ich glaube, ich muss mal die großen Granaten rausschmeißen hier. Ich regeneriere erstmal hier. Oh, Anti-Tank-Granaten-Kill, nice. Da stehen so viele Leute, da triffst du immer irgendeinen. Let's go. Tot. Ouch, schon wieder? Oh krass, wie viele Sniper hier sind. Ich bleib mal hier kurz. Ja, warte mal, Medic! Medic! Medic? Hä? Ja, Schaluk! Schakschuk! Oh scheiße, keiner Medic. Doch, ich hab gerade Medic bekommen, das. Fucking Sniper, let's go, den pushen wir jetzt hier. Headshot Bonus, 7 von 20, ich brauch noch 13. Und dann muss ich noch die Automatik freischalten, dann muss ich 50 Kills, glaube ich, machen. Das ist das geringere Problem. Oder kommt das? Get fucked, Fritz! Die, Fritz! Fritz ist tot. Ribbon of Angus. Using an any tank, get 7 kills in a round. Nice. Lost the connection to the game session. Ich bin echt gespannt, wie die andere Map ist und wie sich die Waffen spielen. Und da muss ich wieder drauf. Ich muss zurück. In den Krieg. In den Krieg des Ersten Weltkriegs. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like nach oben da. Einen Kommentar unten in die Kommentare. Und natürlich vergesst nicht zu subscriben, wenn ihr zukünftig keine Videos hier verpassen wollt. In diesem Sinne, war euer Ziel immer im Auge. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Euer Last.